Battlefield 6 erscheint nur für PlayStation 5, Xbox Series X bzw. S und den PC. Dieser Leak macht aktuell extrem die Runde in der Gaming-Welt und viele haben Panik mit ihrer, sagen wir mal, alten Konsole PS4 und Xbox One, eben nicht mehr das neueste Battlefield spielen zu können. Was nun an dem Leak dran ist, erfährst du natürlich wie immer bei deinem Swishy. Lass jetzt anstatt ein Abo da, um keine Gaming-News, Tests zu aktuellen Spielen und vieles weiteres mehr zu verpassen. Weiterhin freue ich mich über deinen Daumen nach oben auf dem Video. Gerne auch mal bei Instagram unter SwishyOfficial vorbeischauen für die neuesten Gaming-News und auch dort mal ein Follow dalassen. Laut aktuellen Leaks soll das neue Battlefield 6, welches vermutlich sogar nur den Namen Battlefield tragen wird, nicht für die alten Konsolen kommen, sprich für PlayStation 4 und Xbox One. Dafür spricht zum Beispiel ein geleakter Game Pass-Deal von Microsoft und Electronic Arts, dass eben Battlefield 6 sofort in den Game Pass zur Release des Spiels kommen wird. Viele von euch hatten bereits unter meinem letzten Video zu Battlefield 6 geschrieben, dass es finanziell gar nicht möglich für EA wäre, nur einen Next-Gen-Release zu machen. Genau dafür wird EA vielleicht bereits sogar einen Game Pass-Deal abgeschlossen haben, um sich zumindest für den Anfang des Releases des Spiels finanziell abzusichern. Ich gehe mittlerweile sogar stark davon aus, dass der Multiplayer-Shooter nicht mehr für PlayStation 4 und Co. erscheint. Schaut man sich mal die Releases von Battlefield an, so sieht man, dass ein neuer Battlefield-Teil ca. 3 Jahre später immer erscheint. Heißt, wenn zum Beispiel Ende des Jahres 2021 ein neuer Battlefield-Teil erscheinen wird, dann wäre der nächste wieder 2024 dran, also eine ziemlich lange Zeit. Ein Battlefield 6 somit auf einer alten Engine programmieren bremst extrem den Fortschritt von PS5 und Xbox Series X aus und ist einfach nicht mehr zeitgemäß und vor allen Dingen unfair für die Leute, die bereits eine Next-Gen-Konsole haben. Xbox One und PlayStation 4 sind nun mal am Ende der grafischen Möglichkeiten. Man sieht bereits an Cyberpunk 2077 zum Beispiel, dass Releases von grafisch anspruchsvollen Titeln im Jahr 2021 für PS4 und One auf jeden Fall fatal sein können. Sollte man also einen Cross-Gen-Release von Seiten Electronic Arts planen, ist das Ganze mit sehr vielen Problemen verbunden, die man zum Beispiel, wie auch eben gesagt, an Cyberpunk gesehen hat. Natürlich ist es ärgerlich für alle, die noch keine Next-Gen-Konsole haben, dass Battlefield 6 vermutlich nicht für die alten Konsolen erscheint. Aber man muss auch fairerweise sagen, ich nehme ungern EA in Schutz, aber man konnte natürlich auch dort nicht wissen, vor ein paar Jahren, wo man die Entwicklung am neuesten Battlefield-Ableger begann, konnten sie einfach nicht wissen, dass eine weltweite Pandemie kommt, Chipknappheit und vieles weiteres. In meinen Augen ist aber aufgrund der Grafik und vor allen Dingen doch längeren Lebenszeit eines Battlefield-Titels ein ausschließlicher Next-Gen-Release unumgänglich. Die Thematik ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, aber ich denke, dass auch mit der Zeit mehr PlayStation 5-Konsolen und vor allen Dingen Xbox Series X-Konsolen auf den Markt kommen werden und das Problem sich wahrscheinlich Stück für alle erledigt haben wird. Vermutlich nicht heute, vermutlich nicht morgen, aber in der nächsten Zeit bzw. im nächsten Jahr vermutlich auf jeden Fall etwas besser sein wird. An der Stelle bist nun du gefragt. Sollte Battlefield 6 ausschließlich für Next Gen erscheinen, was sagst du zu der ganzen Thematik? Schreib es in die Kommentare, die ich natürlich wie immer alle beantworten werde. Viel Spaß beim Zocken, wünscht dir dein Swishy.